Die nächste Schönheits-OP, die Nina machen würde, wäre ihre 70. Und ich bin sicher, sie wird sie machen. Ihr großes Ziel ist es, auszusehen wie eine Schaufensterpuppe. Das hat sie ehrlich gesagt längst geschafft. Aber sie sagt selbst, immer wie dieselbe Schaufensterpuppe auszusehen, fände sie dann auch langweilig. Hans Hübner und Bettina Setare berichten. Sie möchte aussehen wie eine Schaufensterpuppe. Genauso schön, makellos und perfekt. Ihr ganzes Leben verbringt Nina also nur damit, ihrem Ideal näher zu kommen. So sah Nina aus, bevor sie begann, aus sich einen neuen Menschen zu machen. 69 Schönheitsoperationen und $200.000 hat sie bisher in ihren Traum investiert. Ich hatte dreimal ein Augenbrauenlifting. Meine Nase wurde fünfmal operiert. Meine Lippen wurden vergrößert. Das heißt, das Innere der Lippe wurde von innen nach außen gezogen. Und natürlich habe ich Wangenimplantate und Hyaluron wurde auch noch in die Wangen gespritzt. Ich hatte auch ein komplettes Facelifting und habe meinen Adamsapfel verkleinern lassen. Und meine Stirn wurde auch geglättet. All das wurde öfter gemacht. Nicht nur einmal. Seit Nina ein Kind war, fühlte sie sich in ihrem Körper unwohl. Mit 28 Jahren ging sie das erste Mal zum Schönheitschirurgen. Sie wollte aus sich eine Frau machen. 9 Jahre lang ließ sie sich immer wieder operieren. Ihr Gesicht und ihr Körper, alles wurde verändert. Im Moment ist sie mit ihrem Aussehen zufrieden. Jetzt bin ich glücklich, so wie ich bin. Aber ich werde mich weiter operieren. Ich denke, in 5 Jahren werde ich das nächste Facelift machen. Dann ist es Zeit, das Gesicht wieder zu verändern. Das Geld für die vielen Operationen verdient die 37-Jährige mit Auftritten in Shows und Filmen. Jeden Cent hat sie bisher zum Schönheitschirurgen gebracht. Falsche Brüste, Fettabsaugung, sogar ihre unteren Rippen hat sie sich herausnehmen lassen, um schmaler zu wirken. Ich bin glücklich mit allem, was ich mit meinem Körper bisher getan habe. 2004, damals optisch noch ein Mann, hat Nina sich das erste Mal unter das Messer gelegt. Sie flog dafür nach Mexiko, denn hier war es möglich, viele Eingriffe gleichzeitig vornehmen zu lassen. Im ersten Operationsschritt wurden die Stirnknochen flacher gemacht, die Lippen breiter, die Augenbrauen geliftet, die Nase schmaler und Implantate in die Wangen eingesetzt. Das Ergebnis war extrem. Aus Rodney wurde Nina äußerlich eine Frau. Ich denke, ich habe manche Sachen in meinem Gesicht übertrieben weiblich gemacht. So wie zum Beispiel meine Lippen. Damit will ich andere Sachen überspielen, die noch männlicher aussehen. Ich habe mir ein super sexy Frauen-Image gegeben. Aus dem sportlichen Rodney wurde immer mehr eine rassige Frau. Jedes Jahr kamen neue Operationen dazu, bis am Ende Nina sich weiblich genug fühlte. Nach 69 Eingriffen ist sie zufrieden, zumindest für den Moment. Seit ich ein Kind war, liebte ich Puppen. Und das ist bis heute so. Auch ägyptische Statuen faszinieren mich. Seit ich 5 bin, bewundere ich griechische und ägyptische Statuen. Das sind für mich große Vorbilder. Zu ihrer Familie hat Nina keinen Kontakt mehr. Sie lebt in Toronto und hat auch keinen Partner. Ihre Wohnung verlässt sie nur, wenn sie Jobs hat. Ansonsten geht die 37-Jährige nicht gerne auf die Straße, weil die Leute sie anstarren. In keinem Körper, in dem ich steckte, war ich je normal. Auch ohne die plastische Chirurgie, ohne die Eingriffe war ich ein Außenseiter. Ich bin nie das gewesen, was die Gesellschaft als normal bezeichnet. Schön und perfekt wie eine Puppe, so möchte Nina aussehen. Eine vollkommene Hülle, so hofft sie, macht sie uneingreifbar für alles, was von außen kommt.